Was ist hier denn los? Lauter fremde Leute bei mir auf dem Hof. Also wir kennen dich. Moin! Kann man nicht mal vernünftig ausschlafen? Das ist doch bestimmt schon 9, oder? War es auch schon, ja. Du, ich bin seit 3 Uhr heute Nacht hier. Die sind doch wahnsinnig, oder? Wo kommt ihr her? Aus der Schweiz. Komm aus der Schweiz. Parlez-vous français, monsieur? Oui, oui. Okay. Was haben wir heute? 2 Tesla? 1? Und noch ein? 2. Und die wollen wir untersuchen und das gucken wir uns an. Ich bin Uwe von Tier und Tier Tesla und gleich geht's weiter. Are you listening? Damn. Okay, da bin ich wieder und ich glaub's nicht. Ich kann es gar nicht glauben. Ich muss das mal einmal kurz zeigen. Du hast mir was mitgebracht, ne? Genau. Die kommen aus der Schweiz und bringen mir auch noch was mit, dafür, dass sie hier Geld lassen für die Untersuchung ihres Autos. Aber das ist doch geil. Eine geile Toblerone, da freue ich mich wirklich. Vielen Dank. Und jetzt? Den Karton darf ich auch haben. Ey, geil. Super, ich freue mich. Aber das ist noch viel besser. Was ist denn hier los? Ich dreh durch. Hast du da was mit dem Edding weggemacht oder irgendwie so? Nee, irgendwas? Nee. Das ist personalisiert? Ja. Personalisiert. Den kann ich ja gar nicht essen. Doch. Doch schon. Ach, guck mal hier. Die kannst du jedes Mal erneuern. Ich bin total überwältigt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wie geil ist das denn? Ey, tausend Dank. Sowas freut mich wirklich, weil es berührt mich richtig. Ehrlich. Ich glaube, ich werde die Schokolade gar nicht essen. Alles klar. Schön. Freut mich. Vielen Dank. Feil überreicht. Vielen Dank. Die werden wir natürlich feierlich verzehren. Und jetzt wollen wir die Autos aufbocken, weil wir wollen gucken, was damit los ist. Und da seid ihr natürlich auch wieder gleich dabei. Und da schauen wir uns mal an. So, was hast du gerade gesagt? Vielen Dank, lieber Robin, dass ich zu dir kommen durfte. Ja, alles gut. Gerne. Deine Grundeinstellung habe ich jetzt mal eben überprüft. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Du hast, was mir aufgefallen ist, deine Auffahrwarnung ist auf früh gestellt. Machst du das lieber, fühlst du dich sicherer, wenn die Auffahrwarnung des Autopilots auf früh ist? Ich bin als Informatiker ein sicherheitsbedachter Mensch. Ja. Und deshalb denke ich ja. Okay. Ich kenne zwar die Unterschiede, natürlich so nicht, weil ich sie nicht ausgetestet habe. Ja. Aber vielleicht kannst du mich da aufklären. Nö, ist alles gut. Ich finde, das frage mich nur, warum. Das ist alles gut. So, wir haben hier einen Verbrauch in dem X90, die von 225 Wattstunden pro Kilometer in den letzten 17.000. Auto hat 67 gelaufen. Wir haben hier das Baujahr 2017. Ja, genau, der Monat. Mai. Mai. Und der erste optische Eindruck ist okay, die Falkenwing-Doors. Das zeige ich euch gleich nochmal in einem kleinen Einschnitt. Müssen noch justiert werden, das haut noch nicht so ganz hin, aber das ist typisch Model X. Und jetzt machen wir eine Probefahrt und wie sagt mein Kumpel Diet immer von Grip, Wheelhebel auf R, ab in Verkehr. Und das machen wir jetzt, jetzt fahren wir mal eine Runde und gucken wir mal, ob deine Einstellungen auch so funktionieren, wie du sie eingestellt hast. Abgestöpselt haben wir ihn, laden tun wir jetzt nicht mehr, sonst würden wir ja gar nicht fahren. Und dann schauen wir mal. Heute ist der Hof voll mit Tesla. Heute ist Untersuchungstag. Ja, Model X, Probefahrt. Ich werde die Ergebnisse euch gleich präsentieren. Ein paar Meter gefahren und oh mein Gott. Oh mein Gott, wie habe ich eben reagiert? Du hast gedacht, was hat er denn jetzt? Ne? Ja. Wir haben hier richtige Vibrationen aus dem Antrieb, aus den Antriebswellen meines Erachtens. Wenn du in der Position Standard fährst und hier beschleunigst, dann habe ich hier richtige Vibrationen. Wenn ich dann auch noch den Fuß vom Pedal nehme, habe ich so ein ganz besonderes Geräusch, was ich noch nie gehört habe. Das muss ich dann nochmal analysieren, wenn ich es kann. Ich hoffe, man kann es sehen. Aber das ist mir noch nie vorgekommen. Also hier müssen definitiv die Antriebswellen getauscht werden. Ich weiß das von vielen Model X, dass es so ist, dass sie, wenn sie in der Position niedrig fahren, das Problem nicht zeigen, aber wenn sie in der Standardposition fahren, dafür ist es ja gedacht, da wirklich Vibrationen erzeugen.
Also so eine Probefahrt ist immer wichtig, auch wenn ihr mal ein Model S oder X kaufen möchtet. Fahrt und achtet auf Vibration. Viermal die Führung der Achse vorne. Ich finde das schon faszinierend, immer wieder, wenn ich sehe, wie das hier oben so sozusagen um den Reifen hochgeht, damit du da oben am Querlenker ankommst und die obere Führung hast. Immer wieder faszinierend. Das ist hier ein Model X. Ist doch ein bisschen anders als beim S. Was wir hier schön haben, was ich bei vielen Fahrzeugen monieren muss, sind da hinten, wo die Antriebswelle ins Differential geht, dass dort undichte Wellendichtringe sind. Das hat er hier gar nicht vorne, sondern nur hinten. Das finde ich außergewöhnlich, weil ich kenne es meistens nur von vorne. Hinten links haben wir einen undichten Wellendichtring, der ausgetauscht werden muss. Ansonsten sieht er von unten sehr gut aus. Kunde ist gerade überrascht, dass das Auto Bremsen aus Mexiko hat. Ey, Auto kommt aus Amerika. Wir lassen vieles in Mexiko fertigen. So, das Auto haben wir untersucht. Wir haben Ergebnisse gefunden. Ganz, ganz schlimm, habe ich vorhin schon gesagt. Die Antriebswellen müssen definitiv getauscht werden. Wir haben hinten auf der linken Seite den Antriebswellendichtring, der ersetzt werden muss. Das Fahrzeug zieht während der Fahrt nach rechts. Autopilot funktioniert übrigens gut. Wir haben ein Antriebsgeräusch, was ich so nicht erkennen konnte, aber als ich mal debeschleunigt habe, also vom Gas gegangen bin, hat das Auto ganz komische Geräusche gemacht. Da musst du mal darauf achten, ob das wiederkommt. Eine kleine Schraube fehlt hinten beim Diffusor. Und das war's. Ansonsten muss die Falcon Wing Door eingestellt werden. Das zeige ich euch noch mal kurz. Das habe ich euch ja versprochen. Wir haben hier oben, das stimmt nicht. Hier komischerweise ja, aber man kann die Tür noch rausholen. Da ist der Abstand zu groß. Hier genau andersrum. Hier muss die Tür weiter rein. Das kann man hier oben an den Türen einstellen. Hier außen ist soweit alles okay. Ist auch nicht hundertprozentig, das kennt ihr. Kann man auch einstellen, aber wenn Tesla Tür einstellt, beim Model X geht es hauptsächlich darum, dass das passt. Das ist einigermaßen gut. Auf der anderen Seite ist es eigentlich ähnlich. Das war die Untersuchung vom Model X. Die Akkuwerte haben wir auch ausgelesen, die sind schlecht. Ja, das ärgert er sich, weil er sehr, sehr viel supercharged. Und jetzt schon, was haben wir errechnet? 6,5% Degradation? 6,8% Degradation bei einem ein Jahr alten Wagen und 67.000 Kilometer ungefähr. Ja. Wer viel supercharged, der haut dem Akku zu viel Kraft vor den Arsch, wie ich es immer so schön sage, und darunter leidet er. Du lädst sehr wenig AC. Ich hoffe, das änderst du. Und lädst einfach mal so, wie es kommen wird. Also man kann beim Akku auslesen unheimlich viel rauslesen, was ich auch noch gelesen habe. Da muss ich immer ein bisschen einen von Bug knallen. Die Rekuperationswerte sind richtig schlecht. Ihr müsst vorausschauender fahren. Und weniger bremsen. Die Bremsen haben tatsächlich bei der geringen Laufleistung, die ich gerade nannte, von 67.000 Kilometern, eine Kante vorne. Die Belege sind noch gut, aber das Auto wird zu viel gebremst. Es würde viel, viel besser funktionieren, wenn ihr das Auto selber bremsen lasst. Damit entlasse ich den ersten Schweizer. Jetzt kommt der nächste dran. Bis gleich. Der nächste ist dran. Auch aus der Schweiz, habe ich ja schon angekündigt. Heute haben wir hier Schweizer Invasion. Hat nichts zu bedeuten. Wir haben jetzt ein P90D in Pussy Wagon Red. Meine Lieblingsfarbe, wie ihr wisst. Das Auto sieht auf erster Linie gut aus. Du bist schon über die 80 drüber, ja? Ja, genau. Ich habe jetzt 100... Wie fährt sich so ein Pussy Wagon roter Wagen? Ist das schön für dich? Geil. Einfach nur geil. Ich will nichts anderes mehr. Seid mir nicht böse, aber den muss ich bringen. Den bringe ich seit Anfang an. Nein, die Farbe ist toll. Das ist eine ganz schöne Farbe. Du bist zufrieden damit, ja? Ja, sehr. Und jetzt machen wir hier auch eine Untersuchung mit allen drum und dran. Einfach nur, weil du es wissen willst. Genau. Okay, dann fangen wir mal an. Probefahrt und wie gesagt, geht immer Wählhebel auf R, ab in Verkehr. Den werde ich mir jetzt auch irgendwie, glaube ich, angewöhnen, obwohl vielleicht sowas nachgemachtes gar nicht so gut ist. Los geht's. So, dann fahren wir mal eine Runde mit dem Auto. Du hast mir ja so ein paar Sachen gesagt, die dir aufgefallen sind. Und jetzt wollen wir uns doch mal anhören. Ich fahre jetzt einfach mal einen Augenblick und dann werden wir das nochmal besprechen, was wir gesehen haben, und dann schalte ich euch wieder ein.
So, jetzt sind wir zurück von der Probefahrt. Wir müssen hin noch einmal drehen. Wir haben Abrollgeräusche. Komische Abrollgeräusche. Ich tippe auf die Reifen. Die Antriebswellen hören sich gut an. Wir haben da eine Dichtung, die extreme Geräusche macht in der Tür. Und ansonsten ist der Wagen ruhig. Ich habe soweit nichts zu bemängeln, auch an dem Motor nicht. Wir haben eben mal umgestellt von Reichweitenmodus aus auf an. Dann ist ja die Kraftverteilung im normalen Betrieb und Schiebebetrieb unterschiedlich. Und natürlich die Heizleistung anders für den Innenraum und der Klimaanlage. Und wir haben hier oben dieses typische Knacken. Da habe ich mal ein Video gemacht, wie man das wegkriegt. Habe ich dir eben auch erzählt. Da musst du noch mal bei. Tesla weiß das im Moment noch nicht, dass es die Clips hier hinten sind. Hinter den Sonnenblenden. Bei uns in Hamburg wissen sie es, aber die anderen wissen es noch nicht. Die stopfen da immer Neopren rein und denken, dann ist das Knacken weg. Aber es geht nicht weg, das sind die Klipse. Ja, ansonsten hört sich dein Wagen gut an, er fährt gut. Wir haben, wie gesagt, irgendein Abrollproblem. Wir müssen uns gleich mal die Reifen angucken. Du hast ja gesagt, du fährst jetzt welchen Typ hier drauf? Da ist jetzt ein Michelin Primacy 3. Trü? Ja. Der ist die... Das ist die Tesla-Empfehlung und ja, damit kommen die Autos auch, ne? Ja. 109.000 hat das Auto gelaufen. Das ist in einem Baujahr, das ist ein 100... Was haben wir für eine Fahrstunde? Mal, Entschuldigung. 122.900. 122 ist ein Pre-Facelift? Ja. Okay, also einer der letzten, ne? Ja. Ja. P90D. Der drittletzte im... Power. Mit dem Problem mit den Schrauben von der Lenkung. Ah, okay. Aber was wir nicht haben hier, und tatsächlich, du, ich habe keinen Klappern in den Stoßdämpfer. Habe ich nicht. Also hier in deinem Auto. Das haben nur die Facelift-Modelle. Hast du davon schon mal gehört? Hast du hier ein Klappern in den Stoßdämpfer? Hörst du dieses Würfelbecher-Klappern hier vorne, rechts und links? Hast du das auch? Eigentlich nicht. Nee, ja. Nee, das haben nur die Facelift-Modelle. Okay. Ich weiß nicht warum. Und dann sage ich zu Tesla, Mensch, baut mir doch bitte die Stoßdämpfer von den alten ein. Die passen hier nämlich auch in das Facelift-Modell rein. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die neuen und die klappern. Okay, Auto fährt gut. Jetzt nehmen wir ihn auf die Bühne. Wir haben beim Rangieren eben einen Schaben gehört, der vorne im Rathaus. Da wollen wir doch mal gucken, ob da irgendwas los ist. Okay. Nehmen wir euch mal mit und das Auto. Hier, guckt ihr mal. Schöner P90D mit Performance rot lackierten Bremssätteln, Antriebswelle, Koppelstange und der Querlenker. Hier ist der Akku. Und du hast auch noch nicht aufgesetzt. Wenn, dann setzt er hier auf. Hast du? Ja, siehst du ein bisschen. Ah ja, gut, da ganz, ganz wenig. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Hier ist der vordere. Oh, neue Antriebswellen, die glänzen aber. Kann das sein, dass die schon mal getauscht wurden? Ja, vor 10.000 Kilometern. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier ist dein Akku. Zugstrebe, Querlenker. Das seht ihr eben, das ist etwas anders hier, die Führung beim Model S. Und das war vorgestern. Vorgestern. Wie hast du das gemacht? Ja, beim Drehen einen kleinen Pöller übersehen. Und das war wahrscheinlich auch der Schaben irgendwie. Ja. Das ist schon ziemlich weit zurück. Und hier sieht man noch den Abdruck, aber hier hat es nicht mehr gemacht. Ja. Deswegen habe ich ihn vermessen lassen. Da scheuert er. Da an der Stelle. Ja. Kannst du das sehen? Ja. Warte mal. Aha. Zu sehen? Ja, ich glaube ja. Ja, siehst du es? Kannst du ganz deutlich sehen. Aha. Da. Der ist zu weit raus. Oh ja, jetzt sehe ich es. Er muss weiter rein. Ja. Hier kann man das sehr schön sehen, dass hier viel mehr Abstand ist. Das sind schon ein paar Millimeter. Aha. Aber es ist weiter drin. Ja, ja, das war das Schabgeräusch, was wir beim Einlenken und Rückwärtsfahren eben hatten. Da scheuert der Reifen hier an der Verkleidung. Nur ein paar Millimeter. Aber es ist schon deutlich zu sehen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das gleich noch ein bisschen verändern können. Jetzt mache ich mal erstmal die üblichen Prüfungen an dem Auto, wie ich es immer mache. Das habt ihr eben schon gesehen bei dem X.
Und dann machen wir nachher ein Fazit. Jetzt habe ich mal was für euch, ich muss mit der Sonne filmen. Jetzt habe ich mal was für euch, das habe ich in meinen Videos noch nie gebracht, weil das war für mich immer selbstverständlich. Jetzt wird er mal an seinem Auto den Nosecone abbauen. Bitteschön. Genau, Finger. Seht ihr? So einfach ist das alles. Wie easy das ist. Genau, hältst ihn einfach fest und nehmen wir mal runter. So, so sieht es dahinter aus. Und jetzt suchen wir, wenn wir schon mal da sind, unsere Anschlüsse. Wenn du die Batterie laden musst, beziehungsweise nichts mehr geht. Und wo sind die? Tja, die sind leider nicht mehr da. Das sind Pre-Facelift. Exakt, die genau. Waren mal hier. Ja, das ist ein Auto, habe ich ja eben beim Fahren schon gesagt, haben wir glaube ich drüber gesprochen. Das ist einer der allerletzten Pre-Facelift-Modelle. Und bei Tesla wird dann einfach vorab schon mal was geändert, ne? Dass sie dann in das Facelift-Modell reinbauen. Und hier sind die Plus und der, das ist ein Pluspol und ein Minuspol, nicht mehr vorhanden. Sonst sind sie hier auf der Seite. Höchstens ein Minuspol hier. Ne? Ja, klar. Aber das ist der Wahnsinn. Ne? Und nun habt ihr mal gesehen, wie der Nosecone abgeht. Also ganz easy. Hier sind Clips. Ganz einfach. Und dann wieder dran drücken. Braucht ihr keine Angst vor haben, gerade wenn ihr die alten fahrt. Super. So einfach. Dankeschön. Hier werden die Kunden auch mit eingebaut. Der Akku ist ausgelesen und auch wie beim Fritz, bei dem Model X, den wir eben ausgelesen haben, haben wir hier auch eine Restriktion von Tesla auf eine maximale Ladungsstärke von 92 Kilowatt. Das liegt daran, weil auch du deinen Akku mit, was hatten wir da für einen Wert? Hast du den aufgeschrieben? Wir hatten einen DC-Wert von 23.320 Kilowattstunden und einen AC-Wert von nur 3.419 Kilowattstunden. Also hier wird auch sehr, sehr viel supergecharged und da sagt Tesla oder die Logarithmen hier in dem Batteriemanagementsystem, das ist vorbei mit 115, 116 oder was hattest du mal? Ja, das hat angefangen bei 80.000, 85.000 schon. Nee, was hattest du früher für höchste Lade? Höchste Lade 410. Nee, was? Kilowatt. Wie viel Kilowatt? Ah, hatte 105 hatte ich maximal. 105, okay. Hatte 105 früher. Wir haben ja hier bei dem alten S85 von meiner Frau 118 teilweise. Und ist runtergegangen hier bei dem P90D von 105 auf 92. Also wurde das restriktiert. Das finde ich nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Aber es ist zum Schutz des Akkus. Weil der Akku hier merkt oder das Batteriemanagementsystem merkt, oh Gott, der lädt ja nur Supercharger, nur Gleichstrom. Den müssen wir ein bisschen reglementieren, damit er den Akku nicht kaputt macht. Das gibt es bei den S85 nicht. Ich weiß von dem 100er das auch schon, dass das auch schon passiert ist, aber die ganz alten haben das nicht. Also die alten haben immer noch große Vorteile. Ja, das war's. Ansonsten haben wir hier gute Werte, gut ausbalancierter Akku. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, aber nicht mehr viel. Wir haben 0,005 bis 0,006. Mein Lieblingswert ist 0,002 bis 3. Das sind so die gut ausgebalancierten Akkus. Wir haben hier ein Usable Full Pack von 73,7 Kilowattstunden. Das kann der Markus runterfahren von 0 auf 100 laden und dann 73,7 Kilowattstunden raussaugen. So sieht es aus. Wir haben hier also auch schon eine Degradation. Was rechnen wir ungefähr? Was war mal deine Reichweite, als du neu hattest? 415, 420 Kilometer. Und jetzt haben wir noch 389, da sind wir bei 5% glatt, glaube ich. Ja, genau. Ja. Das ist das, was ich okay. dachte. Ja, das war's. Das waren die Untersuchungen unserer Schweizer Freunde von den beiden Fahrzeugen. Ich glaube, es war wieder ein bisschen interessant für euch. Ich verabschiede mich bei euch als Zuschauer und ich verabschiede mich bei dir, Markus. Hey, super. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen geben. Und auch bei Fritz, wo ist der? Der ist drin. Der ist drin. Verabschiede ich mich auch noch. Und wir sehen uns dann wieder.